Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Nach einem Kaffee auf der Terrasse des kleinen Restaurants machen wir uns wieder auf. Den Mike haben wir bereits auf Flight Radar 24 gesehen, er ist nun also ebenfalls auf dem Weg nach Le Touquet. Ich freue mich nun auf den Überflug der Hafenanlagen von Calais, dem siebtgrößten Passagierhafen Europas. Dreimal schon bin ich von hier mit Motorrad oder Auto nach England übergesetzt. Nun sehe ich das endlich auch mal aus der Luft. Auch die Kreidefelsen von Dover sollten wir von weitem schimmern sehen. Schon eine große Stadt. Ja. Calais, le Fox 30, Mike, il faut largage dans 2 minutes, éviter la verticale de Calais, merci. Dropping in 2 minutes, Calais. Unser heutiges zweites Leck ist nur ein kurzer Hüpfer von gut 20 Minuten. Wir passieren Calais, die Hafenanlagen sowie den Eingang des Eurotunnels. Dann folgen wir der Küstenlinie bis Le Touquet. Der Anflug ist landschaftlich ganz reizvoll, führt der Gegenanflug doch über eine kleine Bucht des Städtchens Etaples. Michael, Tango Zulu, turning final 3-1. Michael, Tango Zulu, runway 3-1, clear to land, wind 26 degrees final. Michael, Tango Zulu, clear to land, 3-1. The 2K Tower, good morning, Delta Mike Echo Mike Zulu. Zulu, yes, red. Delta Mike Echo Mike Zulu, type of aircraft is CT, Charlie Tango, POB2. VFR from Calais, Lima Fox Alpha Charlie. Current position is 3 miles north of November Point and 1,500 for landing field. Star Mike Zulu, scope 6110, follow scope sign and report right hand on wind for runway 31. Delta Mike Echo Mike Zulu, scope 6110, will expect right hand downwind 31. Delta Mike Zulu, copy, thank you. Hier in Le Touquet starten wir wieder als Formation mit zwei Flugzeugen. Die Gegend heißt Le Touquet Plage, wird also auch gern als der Strand von Paris bezeichnet,
ist er doch bei den Parisern ein sehr beliebtes Erholungsgebiet. Zunächst geht's raus aufs Meer bzw. an die normannische Küste, die hier Opalküste heißt und der wir nun rund 150 Kilometer nach Südwesten folgen. Wir fliegen über das Somme-Delta hinweg und müssen zweimal aufs Meer hinausfliegen, um einen großen Bogen um französische Kernkraftwerke zu drehen. Bekanntlich ist in Sachen Kernkraftwerk mit den Franzosen nicht zu spaßen. Und dann kommen wir zur landschaftlich vielleicht schönsten Küste Nordfrankreichs, dem Abschnitt zwischen Fécamp und Étretat. Die Côte d'Albâtre, oder auf Deutsch Alabasterküste, bietet Kreidefelsen, die denen von Dover in nichts nachstehen. Im Gegenteil, sie sind nicht nur steil abfallend, sondern haben zahlreiche durch Erosion entstandene Felsformationen geschaffen, deren bekanntesten Exemplare der Brückenbogen und der Elefantenrüssel sind. Hier drehen wir dann einen U-Turn und fliegen die fantastische Küste zwecks Fotos ein zweites Mal ab. Danach nehmen wir wieder Ostkurs auf und folgen dabei den sehr zahlreichen Bögen der Seine bis nach Versailles. Im Queranflug sollten uns heute noch ein paar tolle Fotos gelingen. Delta Mike Echo Mike Zulu, Position is Tango 3, Runway 31, ready for departure. Delta Mike Echo Mike Zulu, line up runway 31, cleared for takeoff, wind 320 degrees, 5 knots, report leaving CTR. Delta Mike Echo Mike Zulu, runway 31, clear for takeoff, will report leaving CTR. Delta Mike Golf, Tango Zulu, Tango 3, ready for departure. Tango Zulu, call back. Mike Golf, Tango Zulu, line up runway 31 and wait. Delta Mike Golf, Tango Zulu, lining up runway 31. Wait. Mike Golf, Tango Zulu, runway 31, cleared for takeoff. Wind 300 degrees, 5 knots, keep visual on the CTLS initial climb. And report leaving CTR. Delta Mike Golf, Tango Zulu, clear for takeoff, 31, and we'll report leaving CTR. Delta Mike Echo Mike Zulu turning left, following the coastline will report leaving Libya. Mike Zulu. Delta Mike Golf, Tango Zulu will follow the Delta Mike Echo Mike Zulu. Check Tango Zulu. Mike Echo Mike Zulu formation with a Tango Zulu leaving the airspace your CTR right now. See you maybe soon. Have a good flight. Thank you for the services. Bye bye. Thank you. And Squawk 7000, please. Okay, right. Squawk 7000. Delta Mike Echo Mike Zulu formation.
Hier sehen wir gerade die Felsentreppe von Sotteville-sur-Mer. Das Dörfchen oberhalb der Kreidefelsen hat keinen direkten Zugang zum Meer. Die Fischer des Dorfes bauten 1890 diese Treppe, um zu Fuß zum Meer hinabsteigen zu können. Die Ursprungstreppe war aus Holz, später wurde dann sogar eine Schienenkonstruktion gebaut, um nicht nur Fisch, sondern auch Karren mit Kieselsteinen nach oben zu holen, die ebenfalls verkauft wurden. Die Deutschen befürchteten ab 1940 eine britische Invasion und sprengten 1942 diese Treppe. Sie wurde 1954 wieder aufgebaut und dient heute nur noch Touristen zum gefahrlosen Abstieg zum Strand. Das Kap Fanier ist mit rund 100 Metern Höhe der höchste Punkt der Alabasterküste in der Normandie. Daran folgt das Seebad Fécamp, das bis ins 13. Jahrhundert Sitz der normannischen Herzöge war. Lebte die Stadt früher hauptsächlich vom Kabeljaufang vor Neufundland, ist es heute natürlich der Tourismus. Die Altstadt, der Hafen und das Kap sind sehr sehenswert. Und wie überall hier an der Küste gibt es natürlich auch Überreste von deutschen Bunkern des Atlantikwalls. Étretat ist ein französisches Seebad, noch etwas hübscher als Fécamp und ist vor allem durch die steilen Kreidefelsen und Klippen mit ihren außergewöhnlichen Felsformationen bekannt geworden. Diese Klippen haben die Stadt Étretat weltberühmt gemacht. Die vor Millionen von Jahren unter Wasser gebildeten Klippen bestehen aus Ablagerungen von Meeresorganismen und Skeletten. Die verschiedenen Formationen von Bögen, Fenstern und Türmen sind allerdings erst während der Eiszeit vor rund 12.000 Jahren entstanden. Oben auf den Klippen befindet sich eine Vielzahl von Wanderwegen mit wirklich spektakulären Ausblicken. We'll be right back.
j'ai Victor, j'ai la verticale, 1500 pieds QNH, 1020, entrée en vent arrière, main droite, Fato 29, rappelez dernier virage. La verticale 1005, la Fato 29, rappel dernier virage, Juliette Victor. Tiens, QNH 1020, unité 020. Jetzt noch ein bisschen rum. Thank you, Tower, good day again. Delta Mike Echo, Mike Zulu. Mike Echo, Mike Zulu, Saint-Cyr-Soeur, bonjour. Bonjour, Delta Mike Echo, Mike Zulu, type of aircraft, CT, Charlie Tango, POB2, VFA from Luc Touquet, Lima Foxtrot Alpha Tango. Position is 10 miles northwest of your airfield for landing, please. Delta Mike Echo, Mike Zulu, squawk 4426. I didn't copy that exactly, squawk 4426. Correct, 4426, Mike Zulu. Welcome up. Und hier haben wir nun wieder Paris vor Augen. Die Weitwinkelkamera verzerrt das Bild allerdings stark. Die drei markanten Sehenswürdigkeiten, La Défense, Eiffelturm und Montparnasse, sind sehr viel näher, als man das aus den Aufnahmen entnehmen kann. Bei diesem zweiten Anflug hier in Versailles haben wir auch etwas mehr Zeit, noch einmal ein paar schöne Fotos vom Schloss zu schießen. Aufgrund der zwei parallelen Pisten lässt uns der Tower hier gleichzeitig landen. Alles in allem war das heute ein toller Tag mit fantastischen Ausblicken auf die Klippen der Normandie und jetzt auch noch einmal auf das Schloss Versailles. Delta Mike Zulu, turning right, base 29. Mike Zulu, report final, runway 29 left. Delta Mike Echo Mike Zulu, next, report turning 29 left. Delta Mike Echo, Mike Zulu, clear to land runway 29 left, wind 100 degrees, 4 knots. Delta Mike Echo, Mike Zulu, runway 29 left, clear to land. Mike Golf Tango Zulu, clear to land runway 29 right, wind 100 degrees, 4 knots. Delta Mike Golf Tango Zulu, cleared, landing runway 29 right,